Z900 RS. Hier trifft Retro-Design auf moderne Technik und das merkt man. Ach, das Ding macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Ein wirklich schönes Motorrad, was mir persönlich unheimlichen Fahrspaß bereitet. Die Z900 RS ist eine echte Ikone der Gegenwart. Optisch eng angelehnt an die 900 Z1 von 1972, 1973. Hier vor uns steht das Modell SE für Special Edition. Die Unterschiede, die erklären wir später noch. Dieses Motorrad ist nach wie vor sehr beliebt in Deutschland. Das zeigt unter anderem die Leserwahl zum Motorrad des Jahres der Zeitschrift Motorrad. Dort konnte die RS zum 7. Mal hintereinander den Titel für sich verbuchen. Und das gegen starke Konkurrenz aus dem Hause BMW und Triumph. Schauen wir uns die technischen Details mal näher an. Und da beginnen wir beim Motor. 111 PS aus 948 Kubikzentimetern Hubraum. Auch beim Drehmoment packt die Z900 RS mit 98,5 Newtonmetern rund 25 Newtonmetern mehr drauf als bei der Z1. 215 Kilogramm Leergewicht vollgetankt im Vergleich zur Z1, die rund 30 Kilogramm mehr wog, macht sich natürlich beim Handling und bei der Manövrierbarkeit des Motorrads bemerkbar. Das Motorrad ist das ideale Landstraßenmotorrad zum Cruisen, aber auch zum Flottfahren. Genial, wie das Motorrad beschleunigt. Und dann dieser Sound. Hier hat Kawasaki wirklich Sound Engineering ganz gezielt betrieben, um diesem Motorrad schon im Seelenzustand einen schönen Klang mit auf den Weg zu geben. Und den hat sie. Die Entwickler der Z900 RS-Reihe waren echte Maniacs. Und das sieht man unter anderem an den schönen, klassisch gestalteten Rundinstrumenten. Die Zifferblätter sehen vom Design her exakt aus wie die der 900 Z1. In der Mitte wird das kombiniert mit einem digitalen Display. Das macht doch durchaus Sinn. Dann hat man auch ein paar andere Zusatzinformationen noch. Wo sich das auch zeigt, ist der Schalldämpfer. Also die komplette Anlage besteht aus Edelstahl. Der Klang ist so gut, dass man hier eigentlich sich sparen kann, einen Zubehör-Schalldämpfer zu montieren. Was halt auch schön ist, man kann in Schräglage ganz fein an der Bremse nachkorrigieren, wenn man zu schnell sein sollte, ohne dass sich das Fahrzeug aufstellt. Ein absolut stabiles und auch zielgenaues Fahrwerk. Das Ding liegt wie ein Brett. Man sitzt sehr bequem. Sie kommt mit der höheren Sitzbank. Das heißt, der Kniewinkel ist absolut moderat. Man sitzt hervorragend darauf, auch für lange Strecken perfekt geeignet. Wer etwas kleiner geraten ist, kann sich die niedrigere Sitzbank aus dem Kawasaki Zubehör ordern. Wie schon erwähnt, handelt es sich bei diesem Motorrad um die Special Edition, die Z900 RS SE. Und die weist einige deutliche Unterschiede zum Standardmodell auf. Unter anderem hinten ein Öhlins-Federbein, was hier sehr einfach per Handrad in der Federbasis anpassbar ist auf Soziusbetrieb oder Beladung mit Gepäck. Dann haben wir vorne eine Kayaba-Gabel, die entsprechend auf das Öhlins-Federbein abgestimmt ist. Hinzu kommt eine wirklich richtig bissige Brembo-Bremsanlage mit Brembo-Scheiben vorne. Und was auffällt, die ganze Optik fällt anders aus. Wir haben goldene Felgen, wir haben dieses schöne Yellow Ball Design, so nennt man das. Das Motorrad sieht wirklich sehr edel aus und kostet rund 1500 Euro mehr als die Standardversion. Die Standard RS gibt es in Schwarz-Silber und in der dunkelgrün Metallic Version ebenfalls mit diesem Gelb kombiniert. Deswegen empfehle ich euch, fahrt die RS-Probe. Ihr könnt euch unter kawasaki-roadshow.de einbuchen, dann habt ihr einen Zeitslot für die Testfahrt reserviert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.